Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu Planet Zoo. In der letzten Folge haben wir hier die Bunkeranlage unterirdisch gebaut. Die werden wir hier ganz langsam rausgehen. Hier sich in dem neuen Areal befindet, was wir gerade bauen. Mit den Bergen und mit der oben liegenden Shopanlage. Und das amerikanische Bison wird bald erwachsen, unser Weibchen. Was natürlich sehr gut ist. Da haben wir das erwachsene Männchen. Das ist auch das Alpha-Männchen. Hier haben wir auch noch ein Ein-Stern-Ding von denen hier. Nochmal ein Weibchen. Und nochmal ein Weibchen. Und guck mal, Ballon. Puff. Puff. So. Dann sagen wir, lassen die Zeit weiter spulen. Gibt es denn sonst interessante Sachen aktuell? Gabelbock hatte Nachwuchs. Ja, okay. Hat auch schon wieder Nachwuchs. Ah ja, jetzt ist es schon wieder Winterzeit. Den Bisons dürfte ja sowas eigentlich nichts ausmachen, oder? Für deren Geschmack ist aber gerade zum Beispiel viel zu viel Schnee. Wie schaut es bei den Gabelböcken aus? Machen die dann auch großes Gemecker? Oh ja. Sehr, sehr großes Gemecker sogar. Dann würde ich sagen, tun wir hier mal unter Gehege, unter Temperatureinstellungen, einen Heizkörper hier über den Innenmittelpunkt. So, zack. Und die kriegen einen hier neben der Wohnung. So. Der ist auf 30 Grad eingestellt, das sollte passen. Somit hat der Gabelbock auch wieder genug Geländemöglichkeiten, glaube ich, ne? Oder auf jeden Fall so viel, dass es nicht unbedingt gleich schlimm wird. Dem Bison passt das super. Denke ich, oder? Ja, immer noch ein bisschen zu viel Schnee, aber das können wir ja notfalls anpassen. Indem wir sagen, Radius ist schon auf voller Höhe. Ups. Aktivisten sind in den Zoo gekommen. Wo? Sind erzürnt über den schlechten Zugang einiger deiner Tiere. Kümmere dich besser um die Tiere, um die Aktivisten wieder gehen. Aber wahrscheinlich, weil die keinen Winter mögen, ne? Kann das sein? Die Wasserfläche ist zu klein, was? So, wollen wir bauen. Gehege. Heizkörper, so. Platzieren wir einen hier und einen hier. Dann dürfte sich das bald eigentlich ändern. Oder? Temperatur steigt. 1 Grad. Eine Warnung. Wasserfläche ist zu klein auf einmal. Seit wann das denn? Gut, warte mal, dann tun wir jetzt hier Zusatzinhalte. Stimmt. Ich habe ja das DLC jetzt für die geholt, für die Eisbären und alles. Warte mal, wir müssen kurz noch einen Pool bauen. Oder können wir das hier noch? Davor muss ich wahrscheinlich das Wasser entfernen, ne? Mal Wasser entfernen und dann. Gelände glätten. Und jetzt wieder mit Wasser füllen. So. Dann müsste doch jetzt nicht passen, oder? Ja, warum? Was hat Bock? Was soll das jetzt? Wasser passt jetzt auch. Perfekt.
Dann habt ihr jetzt nichts mehr zu protestieren. Wo sind sie denn? Schauen wir uns mal hier die Forschungspunkte an. Niala sind erweitert worden. Das tun wir auch schöne Forschen noch. Ruhe da! So, hier sind wir an Unterständen und Klettermöglichkeiten einmal forschen und dann würde ich Design neue Welt, glaube ich, machen. Verlässt den Zoo. Puff! Jetzt sind die Ballons weg hier. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns doch in der Folge um den Bauen des ersten Geheges, oder? Bedeutet, wir ziehen hier die Barriere weiter. Barriere bearbeiten. Plus. Kann ich hier anpassen, dass das, das passt auch nicht so, wie ich es haben will. Haben wir so 10 Meter Abschnitte eigentlich immer wieder. So. Und hier unten dann wie eine Kurve rum. So. Dann gehen wir ins Glas. Machen volle Länge. Und ziehen den Zaun hier rum. Kürzen. Nee, brauchen wir kürzer. Kürzer. So. Wieder kürzen, dann nehmen wir jetzt wieder Ziegel. Auf 10 Meter wieder runter. Wieder Glas. Wieder kürzen, machen wir wieder auf 16 oder so. Muss jetzt natürlich wieder perfekt anpassen, wie das ausschauen soll. So. Dann würde ich aber hier oben in der Mitte einen Zaun anziehen und wieder aus Ziegeln zu uneben zum Platzieren. Das ist mal was ganz Neues. Warte mal. Ich hätte gerne die da. Nee, nee, zum Arbeiten. So. So. Da haben wir jetzt das Problem, dass hier ein Mauerdurchgang ist. Das können wir doch bestimmt beheben, indem wir sagen, hier Gelände
Der kleinste Modus schon. Warte, wir setzen mal kurz den den Teil weg. So. Dann gehen wir hier wieder auf Gelände. Wo kommst du her? Was bist du jetzt? So. Und dann nehmen wir den Mauerteil. Setzen den hier hin. So. Das sollte doch rein theoretisch funktionieren, oder? So. Huch, nee, da wollte ich auch nicht hin. Rein theoretisch ist das doch eine gut genug Absperrung. Ach nee, das ist ja noch mal zu. Und dann, nein, oh nee, das wollte ich jetzt nicht machen. Ich wollte hier eine unsichtbare Absperrung. Einwegspiegel ohne. So. Bewegen wir. Ich mag mal gucken, ob das gehen würde, rein theoretisch. Das geht sogar, warte mal. Unsichtbare weg. Hier ist auch eine Ziegelwand. Geht doch gut, oder? Und jetzt setzen wir den noch um. Nein, oh nee, weg damit. Jetzt hätten wir schon mal ein Gehege sozusagen fertig, oder? Barriere bearbeiten. Oder gilt es nicht als komplettes Gehege jetzt? Ah nee, warte mal, da fehlt noch eine Tür. Hä? Barrieren, Türen. Die Frage ist, was setzen wir denn da rein? Ich hatte gerade ein Loch gesehen? Nee, ne? Gut. Was setzen wir in das Gehege hier rein? Hm. Was hätten wir denn hier? Tierhandel. Ein Dallschaf oder ein Eisbär? Dallschaf wäre gleich auch interessant. Das sind nicht die neuen. Die Dallschafe. Falsches Gehege eindeutig für ein... Oder Rentiere. Gucken wir mal nach Rentieren, wie viel die kosten würden. Schauen wir, ob wir die finden können. Ich finde das Suchsystem mir ehrlich gesagt noch ein bisschen verwirrend. Rentier, Rentier, Rentier. Wenn ihr seht, sagt es, ne? Polarwolf, Dallschaf, Eisbär, Rentier, dann was doch. Da gibt es aktuell nur eins. Uff. Und wenn wir hier auf Zupedia gehen, steht wahrscheinlich was von der Menge. Profit nicht davon, sich mit anderen einen Platz zu teilen, okay? Gruppengröße, partnerloses Männchen, drei, mindestens drei Tiere, okay. Und ein Männchen darf es nur sein. Das ist eventuell nicht so gut. Abgeschlossen, oh. Dann forschst du mal das fertig. Aber trotzdem, ich muss mal gucken. Wir tun mal die ganzen neuen Tiere, würde ich mal sagen. Mit Eisbär, Dallschaf und Polarwolf. Geil, von jedem haben wir nur eins. Wir kaufen mal das hier. Und das Dallschaf auch mal. Eisbär ist noch zu teuer. Dann alles wieder rausnehmen. Gibt es denn hier irgendwas Interessantes? Indischer Elefant, Flusspferd, Isabelle, nee. Schwarzbär hätten wir einen, aber das ist auch nichts. Ah, ah, ah.
Gepard, Bongo, Schweiß, Schwanz, Null. Wildhunde. Tun wir die hier einsetzen, oder? So. Was haben die? Futterstation kann kein Tierpfleger erreicht werden. Oh, weil da keine Tür ist, oder was? Oh, das ist aber nicht gut. Wo war diese Futterstation? Die hier, ne? Temperaturbereich. Oh, stimmt, die haben auch noch Gehege. Warte mal. Heizkörper. Und hier oben auch ein Heizkörper. Snyala natürlich auch nicht. Ist das alles erhitzt? So. Ein Steppenzee brauche ich nicht, oder was? Hä? Snyala sollte jetzt auch langsam um Temperatur wieder dazu kriegen. Dass die Tickets sehr günstig sind. Veterinärforschung abgeschlossen. Okay, ja. Wartet. Wenn ihr meint, die Tickets sind zu billig, dann zahlt ein Erwachsener ab sofort 20 Euro. Sagen wir 29 Euro. Dann müssten wir jetzt richtig viel Kohle reinäschern können, oder? Aber Leute, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es hat gefallen. Wenn ja, lasst unbedingt einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ciao!